Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog. Und in diesem Vlog geht es weiter mit meiner Konfiguration des HP Spectre X 360. Und diesmal geht es ja um Tweaks des Power Managements. Ich hatte ja bereits schon gezeigt, wie man das macht im letzten Vlog. Und habe dann noch ein paar Tipps bekommen, wie ich das zum Beispiel auch machen könnte, indem ich einfach hier in der Akkuanzeige Skript ausführen hinzufüge für das Profil am Netzkabel oder im Akkubetrieb. Einziger kleiner Nachteil darin besteht, dass natürlich das Skript nicht als Root ausgeführt wird und es müsste eigentlich als Root ausgeführt werden. Das heißt, was ich da machen müsste, wäre im Grunde genommen dann dem Skript Root-Rechte geben. Und dann beziehungsweise das in sudo eintragen in der, das kann man ja machen hier, wie sudo. Und dann habe ich die Möglichkeit hier einzutragen, dass ich zum Beispiel dieses eine Skript als sudo ausführen darf und dann würde das auch funktionieren. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Aber ich habe ein Plasma-Widget gesucht und habe auch eins gefunden hier. Hier habe ich es gefunden. Intel pState und CPU Frag Manager Widget. So nennt sich das Ganze. Und das hat einige coole Funktionen, wie dass ich auch auswählen kann, was ich jetzt gerade für ein Governor laufen haben möchte und natürlich auch noch weitere CPU-Frequenzen einstellen kann. Und ja, ich werde jetzt das hier ausführen, wie man es installieren kann. Das sollte also nicht so schwer sein. Gehe dazu mal in mein Download-Verzeichnis und klone mir dann das aus dem GitHub-Archiv. Gehe dann in das Plasma pState und kann dann. Ich sollte natürlich, bevor ich eine Install-SH ausführe, erstmal schauen, was macht das Ganze. Okay, hier wird das installiert, das Plasmoid, also das Widget im Grunde genommen. Dann wird hier mit Rechten gearbeitet für ein SH-Skript. Das ist wahrscheinlich das, was dann auch in die sudoers eingetragen wird. Genau, so sieht es aus. Das heißt, dieses SH-Skript hier ist im Grunde genommen das gleiche, was ich gerade gesagt habe, wo ich meine Power-SH in die sudoers eintrage, um halt eben die Möglichkeit zu haben, meine Einstellungen alle zu tätigen, wird hier auch gemacht, schon automatisch bei der Installation. Und es ermöglicht mir halt eben mithilfe dieses Skriptes hier, das dann setprefs heißt, die ganzen Einstellungsmöglichkeiten dieses Widgets dann auszuführen. Ja, ist eine elegante Geschichte, wie ich finde. Das Install-Teil sieht gut aus, deshalb werde ich das jetzt hier tatsächlich installieren. Und Setup complete, erfolgreich installiert. Es hat dann wahrscheinlich auch, genau, es hat wahrscheinlich auch dann alles eingerichtet. Ich kann nochmal sudo visuduas machen und dann nachschauen, was er hier gemacht hat. Ich sehe es jetzt nicht. Wahrscheinlich hat er es in der sudoers im D-Verzeichnis abgelegt. Genau, da haben wir 99 Plasma pState, da hat er eine neue Datei erzeugt, so macht man das auch korrekterweise. Und dann brauche ich natürlich Sudo-Rechte, um nachzuschauen, was da drin steht. Und da sehen wir es hier, all no password, also da wird nicht nach einem Passwort gefragt für dieses Skript. Und dieses Skript, das können wir uns natürlich auch anzeigen lassen. Ups. Können wir es natürlich auch anzeigen lassen, dann sehen wir hier, gibt es halt viele verschiedene Optionen, die in dem Widget dann auch sichtbar sind. So, genau. Genaueres könnt ihr euch selber anschauen, wenn ihr das Skript genau anschauen wollt und so weiter und so fort. Ich finde das super, dass jemand seine Arbeit da und Zeit schon rein investiert hat. Dann muss ich das nicht selber machen und hat ein cooles Widget geschrieben. Und ich gehe mal auf den freien Desktop und zeige euch dann mal, wie man dieses Widget dann hinzufügt, Mini-Programme hinzufügen. Und jetzt müsste ich eigentlich nach was muss ich eigentlich suchen? pState? Ja. CPU? Da ist es, CPU, Intel pState und CPU Frag Manager und kann den jetzt hier irgendwo reindragen, wo ich den haben möchte. Ich möchte den gerne hier haben. Und dann habe ich jetzt hier ein Symbol, ein neues, ein CPU-Symbol. Wenn ich drüber gehe, sehe ich gerade meine CPU-Leistung und auf welchem Takt das Ganze läuft. Der zeigt jetzt nur zwei Kerne an, so wie ich das sehe.
und ja, Akku und Temperatur. Und wenn ich draufklicke, habe ich dann jetzt hier das Konfigurationsmenü und dann kann ich jetzt hier sagen, was sollte meine minimale CPU-Frequenz sein. Hier ist das auf 8% eingestellt, das wäre 800 MHz, glaube ich. Und maximal eben 100% mit Turbo. Ich kann das sogar ausschalten, wenn ich das möchte. Und kann auch die GPU-Frequenzen einstellen, was auch ziemlich nett ist, wo ich mich vorher nicht mit beschäftigt habe. Und ich kann hier auch on the fly einfach sagen, ich möchte jetzt in den Performance-Modus wechseln. Wenn ich beispielsweise jetzt was kompilieren würde oder wollen würde, könnte ich das hier auswählen. Und ich habe auch noch Energy Performance, die ich hier auswählen kann. Und dazu zählen halt Balance Performance, Performance Default oder Balance Power oder nur Power. Das also auch noch wieder andere Profile, die dem Ganzen zugeordnet werden können. Und so kann ich zum Beispiel auf Performance wechseln. Und dann würde er jetzt etwas aggressiver nach oben takten. Vermute ich ganz einfach mal. Dann sehen wir hier oben auch schon erst bei 4 GHz. Und jetzt gehe ich mal wieder runter auf Balance Performance, weil das ist, glaube ich, das, was man so standardmäßig haben möchte. Und ja, das kann ich jetzt hier also so einstellen und wechseln, wie ich gerade möchte. Ist eine gute Sache. Letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie man das mit einem UDEV-Skript macht, dass wenn ich Strom reinstecke, automatisch in den Performance-Modus wechselt. Ich habe dann so ein paar böse Kommentare bekommen, auch per E-Mail, wo dann einer meinte, mach das besser nicht. Die CPU raucht hier dann sonst ab, wenn die Kühlung nicht so richtig gut ist am Laptop. Ja, kann ich verstehen, weil im Performance-Modus versucht er tatsächlich dann, wenn der Turbo noch aktiv ist, wirklich die 3,8 bis 4,2 GHz dann auch wirklich dann zu erreichen bei mir. Und dann wird es schon heiß und manchmal springen auch die Lüfter an, wenn ich dann einfach nur Videos schaue oder so. Und ja, das geht dann Temperaturen bis zu 80 Grad Celsius, was schon ein bisschen hoch ist, dann muss er wieder runtertakten und dann haben wir das irgendwie immer so an der Leistungsgrenze laufen. Ist vielleicht für den Laptop nicht immer so ganz gut geeignet, deshalb. Ja, finde ich gut, dass zumindest hier so ein Skript und so ein ja, Widget es für den Plasma Desktop gibt, so ich das dann immer umschalten kann, wie ich es gerade brauche. Im Normalfall, wenn ich es am Strom packe, ist es entweder nur zum Aufladen oder tatsächlich, weil ich jetzt wirklich die Power brauche. Aber ja, das kann jeder dann jetzt mit diesem Widget so einstellen, wie er denn gerade lustig ist. So, das dazu. Dann werdet ihr gemerkt haben, ich habe ein Chromium, ich habe neben dem anderen Hintergrundbild auch noch ein Chromium Desktop-Icon jetzt. Das liegt ganz einfach daran, ich habe mir eine andere Chromium-Version installiert, zum Beispiel eine, die jetzt auch die VAAPI-Videodekodierung kann. Und ja, wer genaueres dazu erfahren möchte, den kann ich nur. Na, nach was muss ich suchen? Chromium VAAPI, da haben wir es. Diesen Artikel empfehlen. Dort gibt es nämlich die Möglichkeit zu erfahren, wie man das Ganze installiert. Und so habe ich das auch gemacht. Das wird über ein Snap installiert. Das ist also eine Snap-App. Das heißt, ihr müsst den Snapd installieren auf dem System. Bei Debian und Ubuntu geht das einfach mit sudo apt-install snapd. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, mit diesem Befehl sudo snap install aus dem VAAPI Candidate Channel den Chromium nachzuinstallieren. Das ist jetzt eine etwas ältere Version, glaube ich, vom Chromium. Chromium 71, genau. Wir sind, glaube ich, schon bei 72. Aber dieser hat halt eben die VAAPI-Beschleunigung drin, die einem ermöglicht halt, das Dekodieren von Videos über die Grafikkarte zu machen, anstatt über die CPU zu machen, über den Prozessor zu machen. Das sorgt eben dafür, dass ich etwas mehr Akkulaufzeit sparen kann, etwas weniger Hitzeentwicklung habe, der Prozessor nicht so hochtakten muss und so weiter. Ja, dann gibt es noch, wenn ihr das installiert habt und ausprobieren wollt, hier eine URL, die ihr benutzen könnt, um herauszufinden, ob das Video, was ihr gerade abspielt, denn tatsächlich auch videobeschleunigt ist. Wenn ich jetzt hier mal auf YouTube gehe und dann einfach mal aufs gerade wohl hier zum Beispiel Extra 3 anschalte, dann kann ich das jetzt hier pausieren und gehe dann jetzt in den neuen Tab und gebe dann diese URL ein und dann sehe ich ja auch schon die Grunddaten von dem Video. Das ist jetzt hier 27p, was er hat.
VP9 und Opus in der Codec und es ist pausiert und das ist das Video. Ich kann da jetzt draufklicken, kriege dann noch mehr Informationen und da seht ihr, eine der wichtigen Informationen ist hier der Videodecoder. Bei mir steht jetzt GPU-Videodecoder, das heißt, meine GPU wird für das Dekodieren des Videos benutzt. Das heißt mit anderen Worten, weniger Belastung für meinen Akku, weniger Hitzeentwicklung, weniger Prozessor, weniger Prozessorbelastung, dadurch weniger Hitzeentwicklung, dadurch weniger Lüfter anspringen und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr erkennt das Prinzip. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem, bei jeder Videokarte. Ich habe jetzt einen sehr neu modernen Rechner hier. Falls ihr das auf einem älteren Rechner ausprobiert, kann es durchaus sein, dass der VP9-Codec bei euch gar nicht dekodiert wird, in GPU gar nicht dekodiert werden kann. Um die Info sich anzeigen zu lassen, was dekodiert werden kann, öffnet ihr einfach ein Terminal. Ihr müsst dann das VA-Info-Tool installieren. Ich habe das hier bereits schon gemacht und könnt dann einfach VA-Info eingeben und dann Enter. Und dann seht ihr die verschiedenen Profile, die eure GPU, die euer Treiber mit eurer GPU dann unterstützen. In dem Fall seht ihr, das ist der Treiber für den Intel Coffee Lake und der unterstützt hier MPEG-2 dekodieren, H.264 in den verschiedenen Profilen, VC1, JPEG, VP8, HEVC, das heißt H.265 mit anderen Worten und VP9. Und das sind also die Features und Funktionen. Bei älteren Prozessoren kann es durchaus sein, dass nur MPEG-2 drin ist und H.264 oder teilweise bei noch älteren nur MPEG-2 drin ist. Dann habt ihr halt eben die Habt ihr halt Pech gehabt, weil dann funktioniert das auf YouTube-Videos zumindest nicht. Falls ihr nur H.264 dekodieren könnt, gibt es einen kleinen Tipp von mir noch exklusiv, weil alle neuesten Videos sind natürlich in VP9 kodiert oder VP8. Ihr könnt zumindest unter dem Chromium dann eine Extension benutzen, die nennt sich H.265. Und die kriegt ihr dann aus dem Chrome Store und müsst dann einfach nur nach H.265 suchen und diese Extension dann installieren. Und diese Extension macht, so wie hier steht, auf YouTube Streams. Das geht dann wirklich ausschließlich um YouTube Streams. Versucht es dann anstatt die VP8 oder VP9 Videos dann die H.264 Videos zu laden, die zumindest bis 720p eigentlich immer zur Verfügung stehen, weil das eben das Format ist, was auf vielen Smartphones dann halt eben Standard ist. Und ich glaube auch die Apple Smartphones, also die iPhones, die setzen halt eben auf H.264 immer noch standardmäßig. Deshalb sind die meisten Videos auch im H.264 Format verfügbar. Nicht alle, aber die meisten. Und diese Extension sorgt halt dafür, YouTube mitzuteilen, im Grunde genommen, ihr könnt kein VP8 oder VP9 und dann wird automatisch der H.264 Stream geladen und der kann, falls ihr dann H.264 VAAPI Videodekodierung in der GPU habt, dann deutlich besser und schneller über die GPU gerendert werden, dekodiert werden und dann könnt ihr von diesem Vorteil auch das Ganze dann nutzen oder den Nutzen davon haben. So, das alles so im Schnelldurchlauf, was ich jetzt heute so gemacht habe an meinem X360 Spectre. Und ja, dieses Utility finde ich eine gute Sache. Vielleicht sollte man überlegen bei Plasma, ja, vielleicht mal überlegen, das irgendwie wieder mit einzubauen. Ich weiß, es ist ein bisschen eine Kontroverse, weil viele haben das dann doch standardmäßig wieder rausgeworfen. Ich glaube, es war mal vorher drin bei Plasma, dass man das machen konnte. Dann hat man es wieder rausgeworfen, aus dem Grund, dass man gesagt hat, die Standardeinstellung ist eigentlich gut. Bei mir aus irgendeinem Grund ist die Standardeinstellung eben nicht Power Save, wie sie eigentlich sein sollte, sondern Performance. Und das sorgt halt eben dafür, dass ich da mich mit beschäftigt habe, dem Intel P-State und den Profilen Power Save und Performance. Und ja. Finde das eine gute Sache, dass man hier umschalten kann, dass dem Nutzer eben dann die Möglichkeit gegeben hier wird, das Ganze auch dann auch vernünftig zu konfigurieren. So, das meine Meinungen dazu und ja, das war's für diesen TechView Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr könnt das Ganze liken, abonnieren, ihr könnt Fragen stellen, falls ihr Tipps und Anregungen habt, natürlich auch im Kommentarbereich gern gesehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.